Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur Heute-Show. Dankeschön. Vielen Dank. Sehr freundlich. Das ist sehr nett. Die Heute-Show, meine Damen und Herren. Am Reformationstag. Ich will nicht unken, meine Damen und Herren, aber die zunehmende Idiotendichte in diesem Land macht mir langsam ernsthaft Sorgen. Der neueste Streich, Sie haben es gehört, Hooligans gegen Salafisten. Und da habe ich mich schon gefragt, was kommt als nächstes? Nazis gegen Intoleranz? Vielen Dank auch. 4500 Rechte ziehen marodierend durch Köln. Da habe ich mich gefragt, wer waren die Typen überhaupt? Fragen wir mal den Einsatzleiter der Polizei. Unsere Erkenntnisse gehen dahin, dass das ganz überwiegend hooligan-typische Teilnehmer waren, wahrscheinlich auch Hooligans. Hört doch auf! Hört doch auf! Ja, ich glaube, er ist einer ganz heißen Sache auf der Spur, meine Damen und Herren, denn die Veranstaltung war ja angemeldet unter dem Titel Hooligans gegen Salafisten. Da ahnt der geschulte Ermittler, es kommen vielleicht auch ein paar Hooligans. Klar, die Gemengelage, das muss ich zugeben, die Gemengelage, die war schon ziemlich verwirrend in Köln. Ich weiß nicht, worum es geht. Also das sind jetzt rechtsradikale Hooligans, die gegen Salafisten demonstrieren. Aha. Ja, auf noch. Der anderen Seite sind die Linksradikalen, die demonstrieren gegen die Rechtsradikalen. Ach so. Ja, schade. Wobei, die linken Gegendemonstranten, die waren weiß Gott nicht das Problem. Das Problem waren in der Tat rechte Hooligans, die hier. Andererseits muss man sich auch deren Argumente natürlich mal anhören. Das Gespräch suchen. Bitte? War das jetzt der versprochene friedliche Protest gegen Salafisten? Ja, bist du auch von der linken Partei oder was? Normale Frage. Homo. Nee, das... Für Sie immer noch Herr Homo. Wie kann unsere Polizei da jetzt ernsthaft überrascht tun? Antifaschistische Fangruppen warnen seit Monaten, dass die Rechten in den Stadien der Bundesliga auf dem Vormarsch sind. Und jetzt heißt es, huch, wo kommen die denn auf einmal her? Und was sind ihre, sagen wir mal, Anliegen? Ey, wir sind, ist unser Staat, unser Staat, unser Land, verstehst du? Ja, seid doch mal Arsch, Alter! Scheiß Islamisten! Piss dich, Junge! Fick dich! Ja, aber sehr schön konjugiert, muss ich sagen. Fick dich, fick ihn, RCS fickt euch. Ne? Da male ich ihm direkt mal ein kleines Hakenkreuz in sein Heft, meine Damen und Herren. Ja. Hat er schön gemacht. Was war da los? Was war da los? Wirklich, ein entfesselter, brauner Mob prügelt sich einmal quer durch Köln und macht Jagd auf alles, was nach Ausländer aussieht. Und am nächsten Tag schreiben die allen Ernstes, jetzt kein Witz, auf ihrer eigenen Hooligan-Facebook-Seite das Folgende. Wie habt ihr eigentlich den 26. Oktober empfunden? Was war gut? Was könnte man besser machen? Ja, wäre schön, wenn wir beim nächsten Mal vielleicht ein paar mehr Leute einen Kuchen mitbringen könnten. Ja. Das wäre so mein Feedback. Sag mal, wie war das möglich, was da in Köln passiert ist am helllichten Tag? Unfassbar. Nordrhein-Westfalens Innenminister, der Herr Jäger, ist trotzdem erschreckend zufrieden mit sich. Der Innenminister verteidigt sich, die Polizei sei gut vorbereitet gewesen. Das Polizeikonzept hat funktioniert. Ja, astrein hat das funktioniert, das Konzept. Die Polizei hatte die Situation in jeder Sekunde voll im Griff. Auch das hier war genau so geplant. Komm, wir stellen den doofen ein Auto dahin. Dann können die sich kaputt spielen und sind abends müde. Ja, das hat super geklappt. Bleibt nur noch die Schuldfrage. Die Schuldfrage, und wenn Sie jetzt sagen, wie Schuldfrage? Die doofen Hooligans haben mal randaliert. Vorsicht. So einfach ist es nicht. Nach unseren Erkenntnissen war diese Ausschreitung möglicherweise ausgelöst dadurch, dass in einem dortigen Wohnhaus, was direkt an der Aufzugstrecke lag, Personen zu sehen waren, von denen einige mit einem Trikot eines türkischen Fußballvereins bekleidet waren. Die Türken sind schuld! Ja, natürlich, da kommen friedlich randalierende Nazis in ihre Straße und die stellen sich mit einem türkischen Trikot ans Fenster. Da darf ich mich auch nicht wundern, wenn es bei mir an der Tür klopft. Zum Glück waren Sonntag offensichtlich keine Salafisten in Köln. Ja, die hatten wahrscheinlich andere Termine, Kurden verkloppen oder so, keine Ahnung. Aber Experten sagen, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die demnächst mal aufeinandertreffen. Ja, da! Beide total aggressiv. Leute, reißt euch mal zusammen, ehrlich. Eigentlich habt ihr zwei doch total viel gemeinsam. Ja, natürlich beide Schulversager, gewaltbereit,
intolerant. Wenn man drüber nachdenkt, dann seid ihr eigentlich füreinander bestimmt. Oh. Tschüss. Immer schön, wenn die Liebe siegt, oder? Ja. Tschüssi. Ja. Ich hoffe, die machen Flitterwochen im Nordirak. So. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, die Hooligans in Köln, die wurden nicht nur von Hass angetrieben, sondern auch von Dosenbier. Ein Großteil hatte, wie der Fachmann sagt, vorgeglüht. Was aber nicht erklärt, warum die sich plötzlich für Politik interessieren. Ein hochinteressantes Naturphänomen, meint auch Klaus von Wagner. Expeditionen ins Bierreich mit Klaus von Wagner. Hallo, liebe Bierfreunde und Freundinnen. Es braut sich was zusammen in Deutschland. Deswegen möchte ich mit Ihnen heute über eine faszinierende, aber auch sehr aggressive Hominidenart sprechen. Den Homo hooliganiensis. Der Begriff hool leitet sich hier übrigens ab vom deutschen Wort hohl. Und ja, Homo erklärt sich, glaube ich, von selbst. Ja, klar. Bedeutet Mensch. Mensch im Lateinischen. Und diese Art gibt den Naturforschern jetzt also Rätsel auf. Absolut, wir hatten denen ja extra eigene Gehege gebaut, sogenannte Fußballstadien. Da konnten sie sich am Wochenende unter Aufsicht hauen, aber auch prügeln, nicht verkloppen, war alles möglich. So, und jetzt ist halt was Dummes passiert. Die haben gemerkt, dass es eine Welt außerhalb des Stadions gibt. Ach du Scheiße. Und deshalb interessieren die sich jetzt plötzlich für Politik und Salafisten und so? Leider ja. Also Politik ist jetzt ein bisschen hochgegriffen. Sie müssen wissen, die Kommunikation mit Fußballfans lief ja bis jetzt normalerweise so ab. Was erhoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Super. Und der gilt unter seinen Kollegen schon als hochbegabt. Ja. Verstehe. Aber Klaus, ja. Jetzt verlassen die also ihre Reviere, ja, die Stadien. Das ist ja schon mal bedrohlich genug. Aber ja, wie groß ist die Population? Ja, gute Frage. Dem sind die Biologen der Polizei Nordrhein-Westfalen jetzt auf der Spur. Die haben den Männchen Ohrmarken verpasst, um ihre Wanderwege zu verfolgen. Deswegen hat der Innenminister auch ganz präzise Zahlen. Es hat in der Tat rechtsorientierte Hooligans oder Hooligans, die in der rechten Szene aktiv sind, gegeben. Da ist eine Schnittmenge vorhanden. Die schätzen wir auf etwa 400 ein. 400. Wir gucken noch mal rein in die Bilder aus Köln. Ja. Ja, exakt 400. Vielleicht 401, da ist eine Messungenauigkeit, ja. Und diese 400 Männchen haben nun zu ihren Kumpels gesagt: Ronny, Atze, Kotze, wisst ihr was? Wir verwemsen zur Abwechslung mal Salafisten, dann finden uns in Deutschland bestimmt alle gut. Wow, das sind ja jetzt schon fast komplexe Gedankengänge. Ja, die haben einen richtigen Entwicklungssprung gemacht. Und sie haben auch eine Botschaft. Außer der Gewaltbotschaft gaben die Hooligans nichts Verständliches von sich. Au! Au! Richtig? Au! Au! Ahu. Ahu. Was ist das? Ahu. Ahu. Wir vermuten, das ist ein Paarungsruf. Ah. Um Weibchen anzulocken. Es klappt aber nicht. Nein, nein. Weiß ja keiner, wie die sich fortpflanzen. Wahrscheinlich Zellteilung. Ja. Herr Welke, wir erleben gerade hier so etwas wie eine Live-Evolution. Sie werden sehen, bald sprechen die ersten Hooligans ganze Sätze. Subjekt, Prädikat, Objekt. Irgendwann spielt eine Harfe, isst mit einem Besteck. Oder was weiß ich, töpfert sich ein Baseballschläger. Ja, toll. Aber was machen wir denn, bis die evolutionär so weit sind? Ja, da gibt es natürlich verschiedene Ideen. Die CDU will jetzt mal wieder das Versammlungsrecht einschränken. Das ist völliger Blödsinn. Um diese Gattung zu domestizieren, helfen nur zwei Dinge. Erstens, viel mehr Geld für Bildung. Ja. Zweitens, wir müssen die Schläger komplett von der Dosenbierversorgung abschneiden. Und je eher wir damit beginnen, desto besser. Ich würde sagen, weg mit der Scheiße. Hilft ja nichts. Klaus von Wagner, meine Damen und Herren. Klaus von Wagner saut hier alles zu. Ja, liebe Zuschauer,
Als wären wir nicht schon genug gestraft, jetzt also auch noch Hooligans gegen Salafisten. Die Sicherheitslage auf deutschen Straßen wird immer verzwickter. Und das sagt übrigens auch unser Innenministerium. Zum einen hat das Innenministerium heute noch mal darauf hingewiesen, dass sich an der grundsätzlichen Sicherheitseinschätzung nichts geändert habe. Man spricht hier nach wie vor von einer hohen abstrakten Gefahr, vor allem durch fanatisierte Einzelhändler. Das sind die Schlimmsten. Das sind wirklich die Schlimmsten. Fanatisierte Einzelhändler. Ehrlich jetzt. Die hauen dir auf die Fresse und dann sagen die, haben Sie eine Payback-Karte? Ja. Schlimm. Sammeln Sie Punkte. Fanatisierte Einzelhändler. So, nur eins ist noch gefährlicher als Einzelhändler. Na, richtig, Kabarettisten. Dieter Nuhr ist gerade angezeigt worden von irgendeinem verstrahlten Typen aus Osnabrück. Nuhr sei ein, ich zitiere, Hassprediger gegen den Islam. Na, herzlichen Glückwunsch. Damit haben wir sie jetzt wieder. Die gute alte Debatte, was darf Satire? Oh, ich kann's echt nicht mehr hören. Generell im Prinzip darf man überhaupt keine Witze weder über Islam noch über Judentum noch über Christentum. Lachen über Religionen darf man nicht. Doch, darf man. Ich lache meine Kinder jede Woche aus, wenn die zum Konfirmandenunterricht gehen. Haha, ihr Trottel! Ich bleib liegen! Nein. Religiöse Überzeugungen stehen bei uns nicht unter Artenschutz bzw. Satirschutz, meine Damen und Herren. Immer dieses Totschlagargument mit den religiösen Gefühlen. Religiöse Gefühle. Ich habe das Gefühl, manche Leute gucken nur Fernsehen, um sich aufzuregen. Serdar Somuncu zum Beispiel. Serdar Somuncu verletzt ihre religiösen Gefühle. Mmh. Ah, es ist geil. Fernsehen gucken und sich aufregen. Dieter Nuhr hat meine religiösen Gefühle verletzt. Ja, dann geh doch zum Arzt. Und lass dich krank schreiben, du Pussy! Jetzt diskutieren wir zum tausendsten Mal. Was darf Satire? Bei anderen Sendungen fragt keine Sau, was die dürfen. Guido Maria Kretschmer kommentiert, wie sich hässliche Frauen in viel zu enge Klamotten prömmeln. Da redet keiner drüber. Oder hier, Schwiegertochter gesucht. RTL zwingt geistig herausgeforderte Menschen, sich vor der Kamera zu parken. Solche Bilder verletzen meine Gefühle. Davon kriege ich Erektionsstörungen. Aber zeige ich deshalb irgendwen an? Nein. So ist das halt in der pluralistischen Gesellschaft. Muss man aushalten. Klar, also wenn es nach mir ginge, dann würde ich berittene Polizei in den ZDF-Fernsehgarten schicken und das Terrorregime von Andrea Kiewel beenden. Geht aber nicht nach mir und auch nicht nach religiösen Gefühlen. Betet von mir aus zum Sonnengott Ra oder zu Franz Beckenbauer. Ist mir egal. Aber hört auf, dem Rest der Welt eure Regeln aufzudrücken. Jede Religion hat ein Recht darauf, von Profis fachgerecht verarscht zu werden. Und wenn ihr es nicht aushaltet, da habe ich einen ganz heißen Tipp. Diese neue tolle Erfindung aus Amerika. Da-da-da-da! Die Fernbedienung. Und sobald ich beim Glotzen merke, meine religiösen Gefühle tun weh, dann kann ich auf diesen Knopf drücken und tatsächlich abschalten. Komm, das üben wir jetzt mal. Also, ein Moslem, ein Jude und der Papst gehen in den Flatrate-Puff, sagt der Papst. Geht doch, Serdar Somuncu, meine Damen und Herren. Tolle Erfindung. Ja. Ich muss sagen, ich hätte jetzt doch gerne gewusst, wie der Witz ausgeht, aber egal. So, Kinder, schlechte Nachrichten. Der IFO-Geschäftsklima-Index ist diese Woche noch mal deutlich in den Keller gegangen. Unsere Konjunktur schwächelt. Umso wichtiger, dass die deutsche Wirtschaft ununterbrochen Gehör findet bei den Politikern in Berlin. Und genau dafür haben wir ja Lobbyisten. Zum Beispiel der vom Deutschen Floristenverband. Der wollte neulich mal eine höhere Mehrwertsteuer für Schnittblumen verhindern. Und jetzt fragen Sie sich, wie macht man das denn bitte? Sie werden es nicht glauben, so. Termin bei der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU-CSU, Ingrid Fischbach.
Grüße Sie. Kommen Sie rein. Darf ich Ihnen einen schönen Gruß, was wieder bereit? Ist ja super. Wunderschön. Panunkel, sehen Sie? Oh, noch meine Lieblingsblumen. Oh, Blumen umsonst! Ja, was glauben Sie, was da los ist, wenn der Lobbyist von Beate Uhse kommt? Aber Leute, jetzt mal ehrlich, der bringt einen Strauß olle Ranunkeln vorbei und dann ist das geritzt mit der Mehrwertsteuer? So einfach ist es doch bitte nicht. Bitte nicht. Ich kann so ein bisschen Entwarnung geben, das sieht ganz gut aus, dass Sie nicht betroffen sind. Und das ist auch Ihrem Einsatz zu verdanken, an den richtigen Stellen dann auch immer vorzusprechen. Oh Gott, ich wandere aus. Das kann doch alles nicht wahr sein. Deswegen lassen die heute schon nicht in den Bundestag. Weil wir keine Blumen mitbringen, meine Damen und Herren. Klar, Lobbyarbeit ist nicht illegal. Manche haben halt nur deutlich mehr Zugang zu unseren Entscheidungsträgern als andere. Er hier zum Beispiel hat viel Zugang. Dr. Dr. H.C. Spari, Interessenvertreter unter anderem für Autoteile, Brandschutz, Albanien, alles Mögliche. Und normalerweise reden so Lobbyisten, das wissen Sie vielleicht, ja gar nicht gerne über ihre Arbeit. Scheue Rehe. Aber für Ralf Kabelka hat er hier eine Ausnahme gemacht. Hallo. Das ZDF ist da. Hallo. Sind Sie Bundestagsabgeordneter? Leider nicht. Sondern? Ich bin Lobbyist. Ah, und jetzt gehen Sie da rein und wollen mit den Jungs mal ein bisschen darüber reden, was für Sie wichtig wäre und ob die mitspielen. Was für die Jungs wichtig ist. Nicht? Ach so, natürlich. Denn ne? Die sollen gute Impulse bekommen. Nicht? Ja, ja. Und da helfen wir ihnen. Beraten oder eben auch mal schick essen zu gehen oder so. Natürlich, und dann natürlich zu sagen, hör mal, wir hätten da dieses oder jedes Interesse, könnt ihr da nicht mal so ein bisschen in unseren Sinne die Politik. So ist es, ja. Ja. Bin schon ein gerissener Kerl, ne? Ja, absolut, gut. Ja. Jetzt waren wir mit einem Abgeordneten zusammen, der fragte, ob er sein bescheidenes Essen bezahlen dürfe. Da haben wir gesagt, nein, also wenn es ihn nicht stört, das müssten wir dann schon zahlen. Ja. Nicht? Das ist ganz klar. Natürlich. Und gerade hier ist es jetzt so, wir haben ja eine ganz große Zahl von 9 Bundestagsabgeordneten, die erstmals dabei sind. Nun sind sie ein ganzes Jahr schon dabei und haben... So ein junger Abgeordneter muss Vertrauen finden zum Lobbyisten. Ja, ja. Er muss die Scheu ablegen und sich auch mal in den Arm nehmen lassen. So ist es. Wichtig ist es eigentlich nur, einen persönlichen Kontakt zu entwickeln. Und über einen kurzen Draht, dann, wenn es entscheidend sein wird, etwas zu bewirken, zu beheben. Und dann sagt oft ein Abgeordneter, Mensch, ich muss zu dem und dem Thema reden. Hast du da nicht eine Rede griffige, für mich. Nicht eine ganze Rede, aber ein paar griffige Argumente? Oder wie seht ihr das? Ja. Hier kriegen Sie meine Visitenkarte, wenn Sie welche haben wollen. Ach, jetzt haben Sie wahrscheinlich für die ganzen Lobbyverbände jeweils eine einzelne... Weil schon wie viele sind das dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Wie viele Verbände sind Sie? Und hier sind noch welche. Ja, es kommt doch sehr darauf an, wenn ich zum Beispiel zum Thema Brandschutz etwas sage, dann müssen die Politiker den Eindruck haben, dass ich etwas davon verstehe. Da muss ich hinreichend kompetent sein. Dann noch was Arabisches sehe ich gerade. Was ist das? Ja, da muss ich, ich bin also ehrenamtlich in der Deutsch-Jordanischen Gesellschaft. Okay, also Ungarn haben wir, Jordanien. Jordanien. Okay. Ja, das ist die Ukraine. Ukraine haben sie auch. Albanien haben sie auch, natürlich, absolut. Na klar. Ich habe auch Mosambik. Mosambik haben sie auch natürlich, noch. Natürlich, okay. Also, wissen Sie, wer das ist? Das muss ein ausländischer Besucher sein. Wer kann das sein? Wollen wir mal gucken? Kennen Sie den? Es könnte Usbekistan sein. Ah, Usbekistan, ja. Also da bin ich natürlich auch Lobbyist als Vizepräsident, aber selbstverständlich. Es ist nicht, da habe ich aber keine Visitenkarte, ein großer Jammer. Okay, alles klar. Danke Ihnen. Tschüss. Schönen Tag noch. Danke. Gute Geschäfte. Ralf Kabelka über den mutmaßlich mächtigsten Mann Deutschlands. Ja, Einblicke in die Welt des Lobbyismus. Freunde. Und damit Lobbyismus auf Dauer gut funktioniert, müssen natürlich möglichst viele Politiker mit ihrem Insiderwissen in die Wirtschaft wechseln. Ja, am besten direkt noch vom warmen Ministersessel weg. Und wenn auch sonst nicht mehr viel klappt in unserem gebeutelten Land, das klappt super. Ein Ex-Politiker nach dem anderen findet gerade ein muckeliges Plätzchen am Vorstandsofen. Wir schalten mal live zur Bundesagentur für Arbeit, zu Ulrich von Hesen. Ulrich, wie ist dieses neue deutsche Jobwunder zu erklären? Welke, es ist ein Träumchen. Hier arbeitet ein Team von 500 Spezialisten ausschließlich an der Vermittlung von Ex-Politikern. Mit gigantischem Erfolg. Ich sage nur, Dirk Niebel, der war 4 Jahre Minister für Mützen tragen, auf die Uhr gucken und Hände schütteln. Mehr kann der gar nicht. Ich behaupte, in einem Land, in dem Dirk Niebel Arbeit findet,
kann jeder Arbeit finden. Ja, der fängt bald bei Rheinmetall an. Beim Rüstungskonzern Rheinmetall. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass einer, der vorher ernsthaft im Bundessicherheitsrat saß, ausgerechnet zu einem Rüstungskonzern geht. Ja, wo soll er denn sonst hingehen, der arme Kerl? Zu einem Teppichladen? Nee, nee, nee. Mal ein bisschen Dankbarkeit. Die Teufelskerle hier haben es geschafft, aus Dirkenhiebel wieder ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu machen. Zack, vermittelt. So, oder hier. Hier, meine Herrschaften. Hier haben wir Daniel Bahr. Eben hat er noch den privaten Pflegebar erfunden und puff, ist er schon bei der Allianzversicherung, die unter anderem den privaten Pflegebar verkauft. Verrückte Scheiße, vermittelt! Wieso freut das die Leute so? Herr von Hesen, in anderen zivilisierten Ländern gibt es für solche Fälle wenigstens eine Karenzzeit von 2-3 Jahren, bei uns noch gar keine. Ach, fresse Sie, Miesmacher. Hier, ganz aktueller Fall. Andreas Breitner, der Innenminister von Schleswig-Holstein. Herr Innenminister, Sie verlassen das Kabinett in so einer schwierigen Lage. Wie erklären Sie diesen Schritt? Ich erkläre den aus privaten Gründen. Ja, ja, aus rein privaten Gründen. Er wechselt nämlich in die private Wohnungswirtschaft. Vermittelt! Alles muss raus. Das geht hier wie Sprezelbacken, Freunde. So, wen haben wir noch? Volker Schlotmann. Bis Dezember war er in der Regierung von Mecklenburg-Vorpommern als Energieminister. Seit April ist er bei einem Windenergieunternehmen als Lobbyist. Und vermittelt die alte Windmaschine! Zeig sie mal! Wieso wird das hier so abgefeiert? Sind wir denn jetzt endgültig eine Bananenrepublik oder was? Sie werden mir diese wunderbaren Cinderella-Geschichten nicht schlecht reden. Wir sprechen hier von praktisch unvermittelbaren Leuten hier. Eckart von Kleden. Früher Kanzleramt, jetzt Leiter der Abteilung Politik und Außenbeziehungen bei Daimler. Ein Mann, der nicht mal in der Lage ist, ein Taschentuch korrekt zu bedienen. Ja, trotzdem vermittelt. Schöne Bilder. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Vielen Dank. Danke nach Nürnberg. Sekunde, Sekunde. Lassen Sie mich hier, diese hier, nur noch diese hier ganz kurz noch vortragen. Nee, ja? Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Vielen Dank nach Nürnberg. Nee, nee, nee. Ja. Meine Damen und Herren, das wissen Sie sicher, heute ist Halloween. Und da darf es auch mal ein bisschen gruselig werden. In Thüringen bildet sich gerade eine rot-rot-grüne Regierung. Nein, doch! Bodo Ramelow, ein linker Ministerpräsident. Ist das überhaupt erlaubt? Dabei warnen doch CDU und CSU schon seit Wochen vor dem Horror, der da auf uns zurauscht. Der Landesvorstand der SPD hat die Absicht, erstmals einen Linken in Thüringen zum Ministerpräsidenten zu wählen. Die SED-Unrechtsverherrlicher machen jetzt ein rot-rot-grünes Versuchslabor. Da soll jetzt der Karl Marx in die Staatskanzlei reingetragen werden. Echt mal, das kann doch nicht wahr sein. Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. Echt mal. Echt jetzt, die DDR kommt zurück und keiner macht was. Gut, man könnte einwenden, dass die Union selber null Skrupel hatte, ihre Blockflöten von der Ost-CDU einzugemeinden, samt Vermögen. Aber egal, sieht denn keiner, was hier läuft? Die Parallelen? Honecker, Ramelow, hier. Beide sind Wessis. Beide tragen eine doofe Brille. Und beide haben O im Namen. Bilden Sie sich selber Ihr Urteil. Hm? Zufall? Höchstwahrscheinlich. Aber wie perfide von der Linken. Da stellen die extra einen auf als ersten Ministerpräsidenten, der ist aus dem Westen, katholisch und mit einer Adligen verheiratet. Ich traue dem trotzdem nicht. Haben Sie mal gehört, wie komisch der sich verabschiedet? Ich bedanke mich auch dafür. Bis bald. Bis gerne. Bis danke. Tschö mit X. Ja, gut, eins ist vielleicht so üblich in Thüringen. Bis danke. Gut, eins, um mal ernst zu werden, muss man der Linkspartei allerdings tatsächlich vorwerfen. Und zwar dieses unsägliche und unnötige Rumgeeier beim Thema, war die DDR ein Unrechtsstaat? Einfache Faustregel. Wenn ein Staat dich abknallt, sobald du versuchst, ihn zu verlassen, ist es wahrscheinlich ein Unrechtsstaat. Ende. Jetzt hat eine Kommission sich nach
ich glaube, wochenlangen, quälenden Verhandlungen auf diesen Quark hier geeinigt. Weil durch unfreie Wahlen bereits die strukturelle demokratische Legitimation staatlichen Handelns fehlte, war die DDR in der Konsequenz ein Unrechtsstaat. In der Konsequenz? Schatz, das Kleid steht dir fantastisch, aber in der Konsequenz bist du zu fett. Was soll das sein? Was soll das sein in der Konsequenz? Ja. Sie wollen sich das nicht aufdrängen lassen, nicht vorschreiben lassen. Es geht ja um was ganz anderes. Immerhin, die Linke benutzt fast freiwillig das Wort Unrechtsstaat. Herzlich willkommen zu einem ZDF-Spezial. ZDF-Spezial. Wer hätte das gedacht? Die DDR war in der Konsequenz doch ein Unrechtsstaat. Mit Mandy Houston. Mandy Houston von der Linkspartei, meine Damen und Herren. Ja, Mandy, herzlich willkommen im Westen. Hallo, Ivo. Ja. Mandy, warum tut sich die Linke so schwer mit dem Wort Unrechtsstaat? Aber Oliver, das tut sie doch gar nicht. Ich habe überhaupt kein Problem, das genau so auszusprechen. Jawohl, die DDR war ein Unrechtsstaat. Ein was? Die DDR war ein Unrechtsstaat. Ja, Unrechtsstaat. Ja, Oliver, natürlich ist damals vereinzelt auch so eine Art Unrecht geschehen. Ja? Das war nicht alles gut in der DDR. Ja? Für manche Sachen muss man sich in der Konsequenz sogar entschuldigen. Wie zum Beispiel hier für sowas. Also wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass es zu früh geht. Ja? Ja. Ja? Ja, ja. Das war akustisches Unrecht. Ja. Also in der Konsequenz. Ja, aber nochmal, wieso kann man als Linkspartei 25 Jahre nach Mauerfall nicht einfach sagen, okay, Unrecht, Diktatur, Feierabend. Ab jetzt nach vorne gucken. Und dann kann auch wieder jeder mit jedem rumkoalieren. Nee, Vorsicht, mein Gutster. Ja, da gibt's schon noch Fragen. Darf man wirklich zusammengehen mit einer Partei, die so viel Schuld auf sich geladen hat? Also mit der SPD? Mm. Ne? Angesichts von historischen Verbrechen wie Hartz IV und Rudolf Scharping? Da habe ich mal einen kleinen Joke gemacht. Ja. 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 Ein Joke. Joke. Ja. Ja, das gab es nämlich auch in der DDR. Da durfte auch schon mal heftig geschmunzelt werden. Hm. Ja, ich bin Mandy. Wie war die Frage? Ja, die Frage, Mandy. Die Frage ist, warum die Linkspartei immer noch so viel Rücksicht nimmt auf die Befindlichkeiten von Mitläufern und Tätern. Hier, gerade neulich, beim Jahrestreffen der DDR-Grenztruppen. Und die Mauertoten, die sind auch vom Westen provoziert. Weil mit Werbefernsehen, Bananen, Autos und so. Ja, zugegeben, das ist jetzt ein bisschen konstruiert, ne? Dass die Mauertoten an Bananen und Autos gestorben sind. Also, das glaube ich persönlich nicht. Nee, ich auch nicht. Die Linkspartei sagt, der Begriff Unrechtsstaat beleidigt die Biografien von DDR-Bürgern. Ich sage, muss man manche Leute nicht beleidigen? Solche hier. Es gab ja auch viele Menschen, die aus der DDR raus wollten. Weil sie ein bisschen dumm waren. Schade um jeden, den wir nicht gekriegt haben. Dass es viele gegeben hat, die gegen die DDR gearbeitet haben, ja, und nicht dabei erwischt wurden. Und das ist schade darum, dass nicht jeder erwischt wurde. Ja gut, das sind alles ekelhafte alte Spinner. Aber die wählen halt die Linke, verdammt noch mal. Das ist ja die Scheiße bei freien Wahlen, dass jeder Dumme wählen darf. Ja, mir steht's bis hier. Ja. Auch diese Sendung hier, ja, ein alles Ossi-Klischee nach dem anderen wird hier abgefeiert. Ich bin so enttäuscht. Ja. 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 Ja, es tut mir auch leid. Hatten sich mehr versprochen von der Sendung. Ja. Ja. Ich bin so enttäuscht. Dabei hatte ich extra meine Cousine Doreen mitgenommen. Eine sehr erfolgreiche Kugelstößerin aus Gera. Komm, Doreen, wir gehen. Was für eine Unrechtssendung. Aber nur in der Konsequenz. Mandy Houston und ihre Cousine Doreen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Mandy Houston. Also, damit sich alle mal wieder beruhigen, natürlich wird Rot-Rot-Grün in Thüringen nicht die DDR reloaded. Aber das ist noch lange kein Grund, unsere ganzen alten Zonenwitze wegzuwerfen. Ja, die sind doch noch gut.
findet auch Sebastian Puffpaff. Liebe Genossinnen und Genossen, ich befinde mich hier in Thüringen, in Laimbach, beim Landesparteitag der Linken. Das heißt ja immer, die DDR kommt zurück. Ich sage Ihnen eins als Wessi, ich habe keinerlei Probleme, hier ein- oder auszureisen. Gucken Sie mal. Drin. Raus. Sie sind ja für die Saalsicherheit verantwortlich, oder? Ja, mit. Abtasten, irgendwie gar nichts. Man kann rein und raus. Ja, ja. Also, Sicherheit. Wird schon darauf geachtet. Ne? Sie haben ein Auge dafür? Ja, ja. Waren Sie auch früher? Schon immer. Wir müssen über die DDR sprechen. Haben Sie da noch einen Bezug zu? Ja, da bin ich aufgewachsen in der DDR. Und ist das was für Sie von wegen Linkspartei und DDR? Bringt man das noch in Zusammenhang, ja oder nein? Selbstverständlich. Haben Sie sich beschützt gefühlt durch die Mauer? Also ich hatte eine sehr nette Kindheit gehabt. Ich habe die lebensnotwendigen politischen Maßnahmen, die dazu mal in der DDR beschlossen wurden, habe ich genießen dürfen. Ich durfte in eine Schule gehen, ich durfte in einen Kindergarten gehen. Ich meine, so lustig war es nicht immer. Aber was es damals gab für den Bezirksdelegierten, das waren also wirklich schöne Wiener Würstchen. Ja. Es gab auch gedeckelte Grundnahrungsmittel wie Milch, Butter, Brot. Das hatte einen Festpreis gehabt und da konnte man überall hingehen. Aber jenseits von Milch und Brot? Ja, na gut. Hatten Sie früher einen Snickers? Ich hatte auch Kekse, so ist es nur nicht. Ich hatte Kekse. Mal ganz ehrlich. Schlange stehen? Ja, wie früher. Wie früher. Wie ist alle? Was haben Sie denn noch da? Soljanka und Gulaschsuppe. Sehen Sie? Gulasch. So war das, ne? Wie früher. Nimmst du das, was noch da ist? Ah, aber wir sind immer satt geworden. Hier. Die Linke ist noch nicht an der Macht, ja? Und da bröselt der Staat schon vor sich hin. Das ging aber schnell. Sind Sie für die Millionärsbesteuerung? Immer. Jeder Millionär. Weiß der Millionär in Thüringen das schon? Der gemeine Millionär an sich hat... Der eine eigentlich eher. Wir haben eine Telefonzelle, da steht drauf, hier Bekenntnis für Millionäre. Sind Sie auch dann früher immer nackig in der Ostsee gehüpft? Auch, ja. Macht man ja. Ist das auch so ein Ziel der Linken? Aber wenn das mit ins Programm aufgenommen werden würde, würde ich meine Hand gerne dafür hochheben. Sag doch mal, schafft das Herrchen? Herrchen schafft das. Ja, aber der darf nicht in den Deutschen Bundestag. Sehen Sie mal, wir sind wie Hunde von der Heute-Show. Ich sehe gerade, Sie füllen hier die Wahlzettel aus und wie wird das Ergebnis sein? 100%. Wie früher? Ja. 100%. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Weitermachen. Meine Damen und Herren. Sebastian Puffpaff, was willst du machen? So heißt er nun mal. So, genug gelacht. Hefte raus, Mathearbeit. Jetzt wird's kompliziert. Versuchen Sie hier im Folgenden, ich weiß, es ist schwer, aber versuchen Sie hier mal mitzurechnen. Eine gute Nachricht für alle Stromzahler. Die Ökostromumlage ist zum ersten Mal seit ihrer Einführung gesunken. Und zwar um 0,0 Cent je Kilowattstunde. Die schlechte Nachricht, aufs Jahr gerechnet sparen wir so gut wie nichts. Wo er recht hat, das war die Heute-Show. Jetzt kommt Aspekte, wir sehen uns gleich.